Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sunless Sea. Wir sind gerade in Khans Shadow und werden auch sofort unsere Fahrt fortsetzen. Ja, knapp, sehr knapp. Und ich überlege ja immer noch. Abschließen und möglichst viel mitnehmen von dem, was wir gewonnen haben und dem nächsten Charakter quasi an die Hand geben. Oder, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, nehmen wir roten Honig mit. Für 600 Echo. Komm, nehmen wir mit. Ach, Verdacht 6. Im Zweifelsfall kaufen wir uns damit unseren Gefallen frei. Die können wir ja nicht mit so einem neuen Charakter mitnehmen. Das würde natürlich wieder beinhalten, die ganze Karte neu aufzudecken und... Na gut, wäre das so tragisch, die Karte neu aufzudecken. Vielleicht ist die nächste gemischte Karte ja auch wieder günstiger für uns. Ein bisschen Veränderung tut ja auch gut. Und das ganze Geld mitnehmen zu können, dann wäre der Verlust der Kanone gar nicht so tragisch, wenn wir mal ehrlich sind, weil was interessiert schon die Kanone für 500, wenn wir irgendwie 4, 5, 6.000 auf der Tasche haben und die mitbringen. So, Hafenreport. An Land gehen. Das kennen wir ja inzwischen schon langsam auswendig. Bücherei. Mit unserem Schleierwert stehlen wir eine Schriftrolle und hey, die 10 Fragmente bringen uns glatt ein neues Geheimnis. Dann tauschen wir Masken mit Mondmotte. Wir haben Expertise 4. Besuchen wir mal den verwundeten Gott. Genau, so kriegen wir ein Artefakt geschenkt. Hat nicht geklappt. Aber wir sind nicht von der Insel geschmissen worden. Regenerieren 10 Terror. Ist also alles in allem für uns ein gutes Geschäft gewesen. Adam's Way, Varkas fahren wir nicht runter. Wir fahren direkt zum Tiefenkönig. Dann haben wir jetzt 20 Geheimnisse. Die sollten wir dann eigentlich auch geschlossen in... Schleier investieren, damit der Wert möglichst hoch wird, damit unser nächster Charakter natürlich... Plötzlich teleportierender Nebel. Das ist unschön. Aber gut, damit unser nächster Charakter einen möglichst hohen Schleierwert zu Startbeginn hat. Ja, mal so überlegen, wenn wir 120 erreichen könnten, hätte unser nächster Charakter einen Startwert von 60 plus nochmal die 25, die er wegen Charaktervorgeschichte dazu bekommt. Was natürlich dann mit einem Startwert von 85 schon heftig wäre.
Aha. Payday 2 hat mal wieder was angekündigt, sehe ich gerade unten. Ihr seht das glücklicherweise nicht, denn langsam bin ich davon immer ein bisschen genervt. So. Hier haben wir momentan... schon wieder. Wir hätten dem jetzt natürlich den Motor geben können, aber den möchten wir ja gerne für uns behalten erstmal. Bitten wir ihn um was? 5 Vorräte. 5 Vorräte ist ein nettes Geschenk von ihm. Muss echt mit dieser Klickerei aufpassen. Dann. Kelonat. Bringt uns momentan eigentlich auch nichts hin. Imperium der Hände. Schmelzenden Inseln. Ja. Ich denke auch mal, wir dürften diese Folge dann schon einiges Neues noch entdecken. Es sei denn, wir schaffen es natürlich, unseren Charakter in diesem Wisp Way oder in der Unterwelt von Godfall umzubringen. Sollten wir nicht ganz ausschließen. Jetzt überlege ich gerade, wir sollten doch diesem Abenteurer was mitbringen. Und das habe ich natürlich wieder total vergessen. Und wetten, das war der Wein, den wir in Karnshard verscherbelt haben, damit wir mehr Kerzen mitnehmen können. Würde ich fast drauf wetten. Aber egal, solange das unsere Fehler sind, denke ich mal, kann man damit ganz gut leben. Hafenreport, Zeppelin, das Wasserstoff abliefern, aber nochmal 5 Perlen dafür bekommen, ist ja auch nett. Dann schauen wir doch einfach mal nach hier. Ach, Neuigkeiten. Aber wo haben wir die verloren? Ach, das war bestimmt, weil das Programm nichts ordentlich zwischengespeichert hat. Gut, Neuigkeiten bringen wir ihm beim nächsten Mal, wenn es denn ein nächstes Mal gibt. Vorräte für Foxfire-Kerzen. So, dann ein Duell, was nach Hofgeschäften aussah, kommt plötzlich zu einem Halt, als zwei hochbeseelte Affen die Klingen vorbereiten. Oh. Ein epischer Kampf zur Demütigung. Wenn Affen sich duellieren, wird jede Oberfläche zum Kampfschauplatz. Sie klettern die Wände hinauf, hängen an der Decke, stürmen durch die jubelnde Menge ohne Rücksicht auf wen oder was ihre Rapiere treffen und zerschneiden könnten. Tod ist nicht das Ziel,
Für den Verlierer wird dieser Tag immer in Erinnerung bleiben und die brennende Schande ist Belohnung genug. Wetten werden angenommen, du platzierst deine, bedauerlicherweise schlecht. Als der verlierende Affe weggebracht wird, um rasiert zu werden und um mindestens eine Seele zu verlieren, zahlst du. Mhm. Wow. Wenn das mal alles ist. Kommen wir leider nicht mit weiter. Und da wir auch keine aktuellen Neuigkeiten haben, können wir auch das Dynamit nicht holen, können wir die Tür im Grab mal nicht schneller aufmachen. Entscheidungen, Entscheidungen. Bei wie viel Terror sind wir? 15. Ach, ist so gut wie gar nichts. Auf der einen Seite wäre es natürlich ein immenser Startvorteil, mit diesem Schiff anfangen zu können. Auf der anderen Seite, das Risiko ist natürlich genauso groß. Einen Passagier mitnehmen, machen wir auf jeden Fall. Essen, trinken, glücklich sein, auf jeden Fall auch. Aber vorher den Hafenreport. 10 Terror, jetzt haben wir 6. Gut. Die Sümpfe um das Dorf herum sind voller Schlamm, Krokodile und gemüseartigen Schätzen, inklusive dem berüchtigten Parasit genannt die Solace Fruit. Die Frösche und die ausbreitenden Äste behindern jegliches Licht. Okay. Hebt eure Laternen hoch. Du kannst jederzeit gehen, aber wenn du weit genug reinkommst, könntest du etwas Interessantes finden. Vorräte werden auf jeden Fall reichen, bis wir nach Esteville kommen. Dann tauschen wir halt nicht gegen Spinnenseide ein. Oder wenn der Treibstoff reicht, fahren wir nochmal zurück. Hui, eine extra Karte. Das ist cool. Die Bänke sind zu überwuchert mit Mangroven, um zu passieren. Vorsichtig hindurch warten. Eine Kerze verloren, aber geschafft. Ein Crewmitglied verloren. Eine Kerze verloren. Eine Konversation zwischen Vögeln? Vögel sind selten in der Unterwelt, aber das Dickichtier ist voll von gefedertem Geflüster. Diese Vögel sprechen in menschlichen Stimmen. Ein Fragment, 2 Terror, eine Kerze. Tratsch. Sie imitieren die Stimmen der Schüler des Mangrovencolleges. Vertrauliches, kratziges Gegrummel und gemurmelte Beschwerden. Du hörst alte Verbrechen, neue Liebschaften,
Geflüsterte Geständnisse von Plagiaten. Da einer seine Doktorarbeit unsauber geschrieben. Ey, cool. Moment, was? Tratsch. Deine eigene Stimme hallt aus den niedrigen Ästen einer Dornenzypresse zurück. Du sprichst Poesie. Von humpelnden Linien im stillen Wasser des Sumpfs. Oder eher ein schwarzer Vogel mit bösartig traurigen Augen spricht die Poesie in deiner Stimme. Du streckst eine Hand aus, er hüpft ruhig zu dir auf dein Handgelenk. Immer noch vortragend. Cool. Blau. Stotterndes Silber von himmlisch gefärbtem Licht, wie der Himmel, mysteriös und glorreich. Cool. Die Ziege. Eine blökende Ziege mit moosverkrustetem Fell stolpert und hin und her, augenweit. Eine Kette hängt um seinen Hals. Die Kette trägt einen Klumpen aus stechend blauem Sintelleck. Die Quelle des Stotterns des Lichts. Des stotternden Lichts, während die Ziege weiter über den Pfad stolpert. Ja, wir befreiten die Ziege und behielten den Sintelleck zurück. Ein seltenes Stück wie das ist wertvoll. Auf jeden Fall. Coole Sache. Spiegel plus 2. Können wir mit dem reden? Nee, natürlich nicht. Schade, jetzt den verlieren wir dann natürlich auch, wenn wir neu anfangen. Könnten wir im Kampf benutzen, um unseren Cooldown zu verringern? Benutzen wird dieses Item nicht verbrauchen. Können wir das nicht vererben? Wobei, ich weiß schon, wo wir das abgeben, um. Nochmal einen Schatz zu bekommen. So, von hier aus hoch nach Godfall. Versuchen aber nach Möglichkeit, den Nebel ein bisschen zügiger zu durchfahren. Treibstoff reicht auch noch, Dicke. Nahrung reicht auch noch. Cool, wir haben ein neues Maskottchen. Und blauen Sintelec gefunden. Das heißt, wir müssen den Ratten gar nicht klauen oder den Meerschweinchen oder beiden. Coole Sache das. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir noch diesen Schädel aus Godfall rauskriegen können. Weil Kerzen müssten wir dafür auf jeden Fall noch genug haben. Aber 25, das sollte reichen. Hoffe ich zumindest mal. Terror 11 ist sehr gut. Herzen brauchen wir seltener. Eisenschleierherzen. Was haben wir denn? Nehmen wir lieber den. Köche, Herzen, Seiten, Spiegel.
So. Dann schauen wir doch mal. Ja. Und 74% einmal schief gegangen. Okay, wir kämpfen. Haben wir eine gute Chance gegen die Viecher. Dann ein Kind schreit. Schatten flackern. Ein Labyrinth aus verwobenen Galerien. Dann. Die Kirche der verhungerten Männer. Das ist dieser Mittelteil, wo wir schon mal waren. Geht's. Wind bläst. Die glitzernde Krise. Du stolperst in das Herz einer Geode. Quarzkristalle verdrehen das Licht und blenden werfen es zurück in deine Augen. Es ist, als würdest du versuchen, geschmolzenes Silber niederzustarren. Eine Wunde, na gut, das passiert. Fünf Terror, halb so wild. Wie viele Kerzen haben wir noch? 18. Zwei Wunden, ein gemeiner Sturz. Verlorenen Bernstein, das kennen wir, das haben wir auch früher schon geschafft. Weiter. Das Tor der Formen. Hier im Boden, wegen des Falls des Stalaktiten, ist ein Tor aus glitzerndem Kalzit. Halb verloren unter Geröll, aber dick genug, um den meisten Angriffen zu widerstehen. Seine Oberfläche ist ein Relief aus verdrehten Gliedmaßen, verstörten Gesichtern, Schreien voll Leid. Geschnitzt, geschmolzen, unmöglich, unmöglicherweise naturell. Eine Grube in seiner Mitte könnte ein Schlüsselsegment sein. Wir haben durch reinen Zufall diesen Eoliten gefunden. Und der ist jetzt dieser Schlüssel ernsthaft für diesen letzten Eingang? Boah! Jetzt überlegt mal. Stellt euch mal vor, wir hätten den jetzt nicht. Wir müssten jetzt tatsächlich deswegen zurücklaufen. Ein Eingang. Vielleicht war das einmal ein sehr gut gegengewogener Mechanismus. Vielleicht haben einmal verborgene Maschinerien sich in Gang gesetzt bei der Berührung des Eoliten und die Tore sind wie geöltes Glas aufgeschwungen. Jetzt bewegt der Eolit nur einen Verschlussmechanismus. Es braucht drei Seeleute mit Brechstangen, um das, um den Schutt wegzuräumen und die Tür aufzubrechen. So auf, dass sie nach innen einstürzt und scheppernd zu Boden fällt. Mhm, wir klettern hindurch. Die Wurzelgalerie. Du bist zur halben Länge durch den Stalaktiten, der Gottvoll genannt wird, von der Kloster bis hierhin. Die verhungerten Männer haben die Galerie aus der ganzen Wurzel des Stalaktiten geschnitzt. Hinterließen dabei einen massiven zentralen Pfeiler, um das Gewicht zu stützen. In seinen Tagen muss der Anblick wirklich beeindruckend gewesen sein. Überreste von
geplündertem Glas und hölzernen Speisesälen, Aussichtskammern, Tempeln, die sich immer noch an die Ecken klammern, aber die Wurzel wurde zersplittert und der Stalaktit fiel. Etwas netter, weiter, näher heran, vorsichtig über die Oberfläche der Galerie. So. Ein Dutzend Leichen, dekadenlang vertrocknet, liegen in der Wurzel des Stalagmiten. Du glaubst, es gab hier eine Barrikade, aber der Fall hat sie zerschmettert und die Überreste sind ins Meer gefallen. Haben sie die, den Wurzelansatz verteidigt? Schütze Atkins, erschaudert bei dem Anblick des verbrannten und zersplitterten Felsen und nickt weise. Schießpulver, meint er. Haben sich selbst in die Luft gejagt. Haben die ganze Stadt gesprengt. Verhungerte Männer, hä? Man hat gehört, sie haben sich gegenseitig bekämpft. Verrückt wie Kröten. In der unerinnerten Tradition von subterranen Abenteurern durchsuchst du die Leichen. Es ist nicht, als ob sie begraben wären. Ihre Knochen, die Knochen ihrer Gliedmaßen und die Gesichter sind verzerrt und verzogen, wie geschmolzenes Wachs. Du findest Anhänger, Überreststücke und, oh Gott, ja, das ist ein bisschen was wert. Eine Menge wert. Vielleicht lassen wir es besser nicht die Männer sehen. Nichts bleibt zurück. Du signalisierst deinem Schiff mit Fackeln und sie kommen dich abholen. Du kannst hinunter und in die es hinunterwerfen und in die See, damit es ach, wir können durch die Galerie quasi raustauchen. Verstehe ich das richtig? Viel sicherer als die Tunnel von Godfall. 7 Relikte. Hui. Der augenlose Schädel. Und 2 Geheimnisse. Hui. Leute, wir haben ganz, ganz dick Kohle gemacht gerade. Und ich dachte, wir müssten den ganzen Weg auch noch zurück. Und ich glaube, jetzt haben wir... Ja, wir haben noch 15 Kerzen übrig. Was machen wir mit dem Zeug? Jetzt brauchen wir die nämlich, glaube ich, erstmal nicht mehr. Okay. Auf jeden Fall coole Sache, das. Jetzt müssen wir nur noch überleben. Das Schlimmste, was uns jetzt passieren könnte, wäre, dass wir stolpern, uns ein Messer in die Schulter jagen, eine Wunde kriegen und daran sterben. Ach, jetzt habe ich die drin gelassen. Ist auch egal. Unsere Werte sind so hoch. Gut, jetzt fahren wir erstmal nach Polythream, holen uns die Tonmänner und... Wenn wir diese Schätze abgeben, beziehungsweise die vererben wir ja direkt auch noch weiter nach zu unserer nächsten Generation. Und dann den Schädel brauchen wir für den... Ja, dann fehlt uns eigentlich nur noch ja, und das, wenn ich das richtig verstanden habe, könnte auch dieser Syntelec sein. Hafenreport... Platz haben wir für die, ja. Vorräte haben wir auch. Können wir nachher nochmal auffüllen. Dann hier gibt es mal wieder nichts zu kaufen. Dann am besten direkt weiter. Eieiei. Gut, den einen Seemann, den wir da unten verloren haben. Puh, Pech halt, ne? Seemännisches Risiko, würde ich dazu mal sagen.
So, der Timer piept auch gerade schon. %41. Oder riskieren ohne Kerzen. Wir riskieren es vielleicht lieber gar nicht. Einen Hafenreport nehmen wir auf jeden Fall mit. Vorräte für Seide. Wir brauchen glaube ich nur 4, um Esteville sicher zu erreichen, soweit ich mich recht erinnere. Die nehmen wir natürlich mit. Dann können wir fünf, sechs, sieben eintauschen. Dann sind wir immer noch auf der sicheren Seite. Haben immer noch tonnenweise Platz für Nahrungsmittel, die wir auf dem Weg einsammeln können. Okay. Um den Willen der nicht zu langen Folge wegen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich rede während, ich fahre schon mal ein bisschen weiter. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Ich fahre jetzt nach Esteville weiter und tanke da direkt Vorräte auf und starte dann das nächste Video, wenn wir da dann weitermachen. Ja. Und wenn alles nichts hilft, wie immer, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.